Wussten Sie schon, dass die Aktienmärkte fallen und das trotz neuer Allzeithochs? Klingt ein bisschen paradox, ist aber der Fall. Und damit herzlich willkommen in der neuen Handelswoche, meine Damen und Herren. Das, was am Freitag passiert ist an den Aktienmärkten, das bringt es so ein bisschen auf den Punkt, was derzeit wirklich läuft. Schauen wir uns das mal an. Apple ist der große Gewinner gewesen, hat 100 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen. Das ist normalerweise mehr als ein Jahresgewinn des Konzerns. Der Konzern macht 260 Milliarden Dollar Umsatz, so zumindest in 2019, ist aber am Freitag 100 Milliarden mehr wert geworden, also deutlich mehr als ein Drittel des gesamten Umsatzes, den die Kalifornier in 2019 gemacht haben. Jedenfalls sehen wir die Auswirkungen des Anstiegs der Apple-Aktie, die so knapp 5% gestiegen ist am Freitag. Hier sehen wir, dass 103% des Anstieges beim S&P 500 durch Apple kommt, denn Apple hat dafür gesorgt, dass der Index 12 Punkte gestiegen ist. Ohne Apple wäre es so gewesen, dass der Index negativ gewesen wäre. Noch stärker ist der Einfluss beim Nasdaq Composite. Da hat Apple 69,7 Punkte ausgemacht. Ansonsten wäre sozusagen auch der Nasdaq 100 deutlich negativ gewesen und so auch beim Nasdaq 100. Es ist diese Aktiensplit-Euphorie, die hier der Fall ist, und wir sehen, dass Apple 29% gestiegen ist. Das andere Extrem, teilweise noch extremer, ist Tesla mit 53%. Wenn wir uns Apple mal anschauen genauer, sehen wir hier das Price-to-Cashflow-Level. Das ist der Chart, der hier nach oben zeigt. Das heißt, die Bewertung in Relation zum Cashflow des Unternehmens, die schießt nach oben wie eine Rakete. Und die untere Grafik oder der untere Balken, der untere Chart, das zeigt an, wie es mit dem Wachstum eigentlich von Apple bestellt ist. Und da muss man sagen, es ist keine Wachstumsfirma. Ja, es ist eine gute Firma, hat ein gutes, solides Geschäftsmodell, aber es ist eben jetzt nicht so, dass wir hier wirklich eine Wachstumsstory hätten, die eben solche Multiple Expansions in der Bewertung rechtfertigen würde. Wenn wir mal das vergleichen, Apple ist ja deutlich mehr wert als alle Unternehmen im DAX, aber es ist fast so viel wert wie alle deutsche Aktien, die es gibt, der sogenannte Market Cap All German Stocks Index. Der bringt so um und bei 2,27 Billionen Dollar auf die Waage. Apple bringt derzeit so 2,12 Billionen Dollar auf die Waage. Das heißt, die viertgrößte Volkswirtschaft. Alles, was die an börsennotierten Firmen zu bieten hat, ist nur ein bisschen mehr wert als Apple. Das ist schon erstaunlich. Insgesamt muss man sagen, dass diese Dominanz weitergeht. Ich hatte über eben diese Dominanz ja schon öfter berichtet. Wir haben die fünf größten Aktien im S&P 500, die 23% ausmachen. Die zehn größten Aktien, zu denen inzwischen auch Tesla gehört, auch wenn sie noch nicht im S&P 500 ist, machte 29% aus. Und insgesamt sehen wir, dass die Indizes weiter steigen. Wir haben ja neue Allzeithochs beim S&P 500, beim Nasdaq, nicht beim Dow Jones, auch nicht beim Russell 2000, auch nicht beim DAX. Und gleichzeitig fallen eben fällt die Anzahl der Aktien, die 52 Wochen Hochs erreichen, also die ein Hoch erreichen, das sie seit einem Jahr schon nicht mehr gesehen hatten. Interessant ist, obwohl wir jetzt eigentlich neue Allzeithochs sehen, dass es ja im S&P 500 11 Sektoren gibt und in allen diesen 11 Sektoren, selbst im Tech-Sektor, sind mehr Aktien gefallen als gestiegen. Das zeigt also einmal mehr, wie diese Rallye sozusagen konstituiert ist. Es sind diese ganz wenigen Aktien, die verdecken, dass eigentlich die Aktienmärkte bereits fallen und nicht mehr steigen. Und wir haben zum Beispiel jetzt am Freitag die Situation gehabt, dass der Nasdaq ja mindestens 0,4% gestiegen ist auf ein 52 Wochen hoch, aber nur 29% der Aktien, also deutlich weniger als ein Drittel, sind in diesem Index gestiegen. Das heißt, es zeigt einmal mehr, dass so etwas noch nie passiert ist eigentlich. Das ist völlig außergewöhnlich. Das sind Dinge, die eigentlich noch nie gesehen wurden in der Dimension. Und ich weise nur darauf hin, dass das so ist. Es kann weitergehen. Normalerweise tendieren Extreme dazu, noch extremer zu werden, bevor sie dann normaler werden könnten. Man sagen. Dementsprechend ist die Frage, wann ist das vorbei? Mein Zeitfenster ist so zwischen der ersten Septemberwoche und Mitte September. Da würde sich saisonal anbieten, dass da etwas schwieriger wird. Wir sehen insgesamt, dass das Short Interest auf dem niedrigsten Stand seit 15 Jahren ist. Das heißt, niemand ist abgesichert.
oder die Absicherung sind so gering wie seit 15 Jahren nicht mehr. Und insgesamt sehen wir, dass wir jetzt die globalen Aktienmärkte auf einem neuen Allzeithoch erleben mit 89,7 Billionen Dollar. Das entspricht 101,5% der gesamten weltweiten Wirtschaftsleistung. Jetzt sagt Goldman Sachs, naja, die Investoren, die wollen nicht abwarten, bis diese Vakzine kommt, bis dieser Impfstoffe kommt und dann wird ja alles gut. Das ist der Glaube offenkundig von einigen an in den Märkten. Hier heute wieder höhere Futures in den USA, höhere US-Futures, weil Trump nicht lange vor Eröffnung der US-Futures und der asiatischen Märkte, welch Zufall, eine Pressekonferenz angekündigt hat, wo er gesagt hat, ja, wir werden sozusagen Ausnahmegenehmigungen erteilen für AstraZeneca, die einen Impfstoff hier entwickeln. Also da wird alles viel, viel schneller gehen und das soll noch vor der Wahl dann wirklich möglicherweise sogar genehmigt werden durch die US-Behörden. Das hat typischerweise am Montag mal wieder diese Impfstoffhoffnungen nach oben gebracht. Wir sehen zum Beispiel, dass der Nasdaq, der Anstieg im Nasdaq in diesem Jahr ist zu 50% an Montagen entstanden, weil dann am Wochenende davor irgendwelche Impfstoffhoffnungen kamen. Das ist sozusagen die Ablösung der Handelskrieg Hoffnungen. Jetzt haben wir also wieder die Situation, dass sozusagen dann ein Gap nach oben kommt, was die US-Futures betrifft. Und normalerweise ist dann eben die Sache so, dass dann während des Kassahandels an der Wall Street, während also normal gehandelt wird, dann gar nicht mehr viel passiert. Dann ist man in so einer schmalen Range, aber die Kursgewinne sind eben da, sind vorbörslich da aus US-Sicht, sind jetzt im europäischen Handel da. Hier Goldman Sachs und zunächst mal hier Bank of America, die hier mal visuell zeigen, wie lange normalerweise die Entwicklung eines Impfstoffes dauert, nämlich mindestens 10 Jahre. Das ist die obere Grafik. Die untere zeigt, wie es jetzt geplant ist durch die US-Administration. Da kann sozusagen dann eigentlich von einem sicheren Impfstoff natürlich überhaupt nicht die Rede sein, weil die Erprobungen gar nicht der Fall sind. Und insgesamt sieht man, dass viele Leute ja bekanntermaßen impfstoffkritisch sind oder impfkritisch sind insgesamt. Zum Beispiel in den USA 36% sagen, ich würde mich nicht impfen lassen, selbst wenn es einen Impfstoff gäbe. Auch in anderen entwickelten Ländern oder weniger entwickelten Ländern, wie auch immer, ist das so. Also es gibt keine breite Abdeckung, A, weil das Virus wahrscheinlich sich nicht mit einem einzigen Impfstoff irgendwie bekämpfen lässt und B, weil viele sich nicht impfen lassen. So simpel ist das. Kommen wir abschließend zur Politik. Joe Biden heute, respektive gestern Nacht, oder in der Nacht zu heute gesagt, ja, also keiner, der weniger als 400.000 Dollar verdient, wird mehr Steuern zahlen. Die Frage ist, wie finanziert sich dann das US-Defizit? Heute beginnt ja der Kongress der Republikaner oder der Nominierungsparteitag der Republikaner, bei der Trump dann auftreten und eine große Rolle spielen wird. Unterdessen hat Kellyanne Conway, seine Beraterin, jetzt das Handtuch geschmissen, wird zum Ende des Monats aufhören. Eine weitere Person aus dem Umfeld von Trump, die jetzt nicht mehr an Bord ist. Schauen wir uns mal an, was das alles in den Charts macht jetzt hier am Montagmorgen. Was wir hier sehen auf 4-Stunden-Basis in den Charts von Capital.com, das ist der DAX 12.856. Wenn wir uns den S&P 500 anschauen, über der 3.400er Marke jetzt, 3.412. Der Nasdaq ist der Treiber mit 11.626. Schauen wir uns noch kurz Gold an, das leicht unter Druck ist, 1.936. Und der Euro, der an der 1.18er Marke klebt. Also wieder mal Impfstoffhoffnungen. Gap nach oben, wahrscheinlich wird dann im US-Handel gar nicht viel passieren. In einer ruhigen Woche, Jackson Hole, diese Notenbanker-Konferenz, die diesmal virtuell stattfinden wird, mit dem Höhepunkt der Rede von Jerome Powell am Donnerstag, dürfte so eines der wenigen Highlights sein in dieser Woche. Ansonsten haben wir nach wie vor die Situation, dass eigentlich die Aktienmärkte fallen, man es aber nicht sieht, weil die wenigen Aktien für neue Allzeithochs der Indizes sorgen. Das ist die Geschichte des heutigen Morgens, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.